Ein grausamer Mord erschüttert die Anwohner in der Köthener Straße im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Augenzeugen berichten, dass sie mitten in der Nacht den 32-jährigen Orhan S. auf der Dachterrasse im 5. Stock dieses Hauses sehen. Unfassbar, in der Hand soll er den abgetrennten Kopf seiner Ehefrau halten. Zuvor hören die Nachbarn gegen 1.15 Uhr einen lautstarken Streit des Ehepaars. Also erstmal habe ich Geschrei gehört von den Nachbarn auch über mir. Und dann kam auch meine Schwester schon ganz stürmisch und meinte, ja, da passiert irgendwas. Dann sind wir alle ans Fenster gegangen. Dann haben wir nur noch gehört, wie der Mann rumgeschrien hat. Und dann, wie er sie mit dem Fuß getreten hat oder weiß ich nicht, was er auf dem Balkon gemacht hat. Und zum Schluss habe ich noch gesehen, dass er in der Hand den Kopf von ihr hielt, also von den Haaren aus. Und dann habe ich noch gehört, wie er den Kopf von der Frau auf den Boden geschmissen hat. Und dann hat der Mann halt auch noch mit dem Schwert bisschen, also mit dem Messer ein bisschen rumgemacht und meinte, ja, ihr könnt alle kommen. Und dann kam auch schon die Polizei. Den abgeschnittenen Kopf schmeißt Orhan S. laut Augenzeugen in den Innenhof des Wohnhauses. Den Kopf, wo er den runtergeschmissen hat, habe ich schon gesehen, ja. Wir haben ein Geräusch gehört, dass etwas runtergefallen ist. Ich dachte, okay, ein Gegenstand oder so. Als erst die Polizisten kommt und dann wollten wir erst rausgucken, dann habe ich es von ihr den Kopf gesehen. Ich dachte, okay, es ist vielleicht eine Puppe, kann nicht sein. Aber als die Polizei ein Licht aufgehalten hat, ich, oh Gott, das ist die Nachbarin Summer. In der Wohnung in der Köthener Straße finden die Beamten die zerstückelte Leiche der 30-jährigen Frau und Mutter von 6 Kindern. Sofort wird diese von der Gerichtsmedizin zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Laut Polizei sollen sogar mehrere Leichenteile auf die Straße geworfen worden sein. Erschreckend, die 6 Kinder im Alter von 1 bis 13 Jahren befinden sich zur Tatzeit in der Wohnung. Ob sie Augenzeugen des grausamen Verbrechens wurden, ist bisher unklar. Sicher ist, das Ehepaar war in der Nachbarschaft bekannt für seine häufig heftigen Auseinandersetzungen. Sie hatte immer ein Problem mit ihrem Mann und die wollten ihr auch helfen, aber sie wollten noch mal ihre Beziehung mal weiterführen, weil sie auch Kinder hat und durch den Kindern wollte sie ihre Beziehung einfach weiterführen, wie gesagt. Die Kinder wurden dem Kindernotdienst übergeben, Orhan S. wegen Mordverdachts festgenommen.